Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute die erste Folge von Telas Goldtagebuch präsentieren. Und zwar wollen wir uns in der Videoreihe angucken, was ich so über die Woche an Gold gemacht habe, so ein bisschen Postkasten ausleeren, was ich auch schon so ähnlich in der Gold Cap Challenge gemacht habe. Und ja, da ich jetzt innerhalb von 3 Wochen die Gold Cap Challenge erledigt habe, wollte ich aber nicht aufhören, denn ich will mir so ein paar CG-Mounts kaufen, die ein bisschen teurer sind teilweise als Goldcap. Ich brauche noch ein bisschen Gold, deswegen machen wir das Ganze weiter, jetzt unter anderem Namen. Und ja, wer die alten Videos noch sehen will, ich packe die in dieselbe Playlist rein und da werden auch so ein bisschen die Grundsätze ein bisschen genauer erklärt, was jetzt in den darauffolgenden Teilen, ja, ein bisschen rudimentärer nur, auf das werde ich nur ein bisschen rudimentärer quasi eingehen. Gut, ich würde sagen, wir gucken mal rein. Ich bin diesmal auf dem Hordenschar, wie ihr seht. Und zwar das erste, was ich euch zeigen will, ist, wie man Gold von einem Server auf den anderen bringt. Und dazu habe ich hier auf Frostwolf 190k für einen Boost gekriegt. Ich habe hier diese Rache der Kralle ein paar Token verkauft. Und jetzt muss ich das Gold irgendwie auf Antonidas bekommen, weil eigentlich will ich das hier nicht unbedingt auf Frostwolf haben. Und ja, jetzt gehen wir einmal ins Auktionshaus. Ich werde mir nämlich Pets kaufen, beziehungsweise auch vielleicht nur ein Pet. Und dazu hatte ich euch das letzte Mal schon gezeigt, dass es die Möglichkeit gibt, dass ihr zum Beispiel hier über Tradeskill Master können wir hier so eine Geschichte machen, die nennt sich Pet Comparison. Also da gehen wir einfach hier oben drauf und können dann hier die Pets quasi vergleichen und dann gibt ihr die Server ein. Ich habe jetzt hier Frostwolf und Antonidas natürlich auf EU, nicht auf US, weil da gibt es halt auch teilweise die kleinen Server. Und dann kann man halt hier gucken, wo kann man am meisten Gewinn rausschlagen. Und ich wollte mir eigentlich ursprünglich den Landus XT, Little XT holen, aber der ist schon gar nicht mehr drin. Also das wird hier alle, ja, nur jede paar Minuten, alle Stunde aktualisiert und der war leider nicht mehr drin. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich hole mir den Grell. Der ist nämlich in der Zwischenzeit ein bisschen günstiger geworden. Und da haben wir tatsächlich eine relativ gute Gewinnspanne. Und ja, jetzt gucken wir mal rein, ob er mittlerweile schon raus ist oder ob wir den noch kaufen können. Und zwar haben wir den irgendwo hier unten. Genau, hier haben wir ihn. Das ist der grausige Grell. Das ist ein Kartenspiel-Pet. Hier Krone der Himmel heißt das Kartenspiel oder die Unteredition. Und das kostet hier 186.000 Gold. Und wenn wir jetzt hier drüber fahren, der durchschnittliche EU-Marktwert sind 300.000 Gold. Also heißt, wenn wir das Ding kaufen, machen wir nicht unbedingt Verlust. Und das werden wir jetzt mal machen. Jetzt müssen wir hier wieder Sofortkauf eingeben. Heißt, den haben wir einmal in die Tüte gepackt und ja, sind fast 100.000, fast 200.000 Gold ärmer jetzt an der Stelle. Aber alles nicht so schlimm. Wir können quasi das Pad jetzt hier rausholen, einmal erlernen und dann auf einem anderen Server wieder verkaufen. Und jetzt gucken wir mal, dass wir einmal umloggen, beziehungsweise wir könnten mal allgemein noch reingucken, was wir die letzten Wochen so hatten. Und hier seht ihr die Liste, wie viel wir an Gold gemacht haben. Wir hatten quasi am Start, also quasi erst hatten wir 0 Gold am ersten Tag und haben dann an dem ersten Samstag, wo wir angefangen haben, 500k gemacht. Dann über die nächste Woche habe ich quasi 3 Millionen plus gemacht in der ersten Woche, in der zweiten 4,4, in der dritten auch nochmal 4,4 und jetzt sind wir insgesamt auf 12 Millionen und 400.000 Gold gewesen. Und was habe ich jetzt über die Woche plus gemacht? Ich habe quasi auf dem Account, bis eben hatte ich 2 Millionen Gold, jetzt habe ich mir das Pet gerade gekauft und auf dem anderen, meinem Main Account, habe ich ja 11,8. Also wir sind hier über 13 Millionen und wir können jetzt aber noch einiges an Post aufmachen. Jetzt gucken wir erstmal rein. Halt, ich muss jetzt mit dem einen einmal ausloggen und mit dem anderen einloggen, dass wir einmal quasi die Herrschaft über die Pets haben. Und zwar seht ihr hier, wenn man 2 Accounts hat, sind die Pets immer verschlossen. Wenn man quasi, ja, auf dem anderen Account als erstes eingeloggt war, dass man nicht mit beiden Accounts gleichzeitig Pet Battle machen kann. Ist ein bisschen komisch, aber ja, ist leider so. Jetzt muss ich hier einmal quasi neu einloggen, dann können wir die Pets rausnehmen und dann würde ich gleich mal sagen, wir schauen mal, was der Grell auf Antonidas so wert ist, ob wir gleich reinhauen können oder eventuell verkaufe ich den Grell auch auf irgendeinem Server, wo ich vielleicht dann noch ein bisschen mehr rausschlagen kann. Sollte halt am besten ein voller Server sein, weil bei leeren Servern ist immer die Problematik, dass sich die Sachen wesentlich schlechter verkaufen und es wesentlich länger braucht. Aber meistens die Preise auch höher sind. So, jetzt schauen wir mal rein. Da haben wir den Grell, den setzen wir jetzt quasi hier wieder in den Käfig und schmeißen ihn hier ins
ins Auktionshaus rein. Wahrscheinlich ist der jetzt gleich günstiger als auf dem anderen Server. Oh, es ist gar keiner im Auktionshaus. Nice, ich kann den Preis selber bestimmen. Ja, gut, er schlägt mir hier vor. Heute war einer drin für 339.000. Naja, komm, warte mal. Es kann auch sein, dass es ist hier einer auf 25 drin. Deswegen hat mein Addon das nicht erkannt. Ich dachte es mir schon fast, dass gar keiner drin ist. Okay, dann müssen wir meinen ein bisschen günstiger machen. Sagen wir mal, wir machen den mal auf 320.000 Gold rein. Schauen wir mal, dass ich keine Null zu wenig habe. Und wenn wir den verkaufen, dann hätte ich sowohl meine 190k hier rüber geholt, als nochmal einen dicken, dicken Gewinn gemacht. Mal gucken, ob das klappt. Schauen wir mal. Also das wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Pets verkaufen sich aber tatsächlich nicht so schnell und vor allem so hochpreisige noch dazu nicht ganz so schnell. So, das ist jetzt so das Erste. Wir gucken jetzt mal in den Postkasten rein. Und ihr seht, ich habe hier einiges an Gold drin. Und das werden wir jetzt als erstes mal durchgucken, beziehungsweise ich habe jetzt hier auch noch, sehen wir, Rüstungsteile, die holen wir jetzt vielleicht auch nochmal raus. Das sind die Sachen, die ich halt verkaufe. Und wir schauen jetzt mal, was wir so haben. Wir haben hier einerseits Waffen, Leder-Items, Platten-Items, Ketten-Items. Das sind alles die Sachen, die ich quasi über Schmied und Lederer herstelle, was ich ja auch schon die vergangenen Videos erklärt hatte. Dann das eiskalte Händchen, das ist ein Pet, das ich rüber getradet habe, auch von dem anderen Server. Das war, glaube ich, das letzte Mal. Und ich hatte es, ich glaube, die Woche für 150k oder 200k sogar drin und habe es dann gerepostet mit meinem Auto-Addon, wo es das immer als günstigstes reinhaut. Und ich habe es jetzt für 71k verkauft. Klingt gut, ist aber schlecht, weil ich es für 80k auf dem anderen Server oder 84k auf dem anderen Server gekauft habe. Heißt, ich habe es jetzt hier für weniger verkauft, wie ich es auf dem anderen Server eingekauft habe. Ziel war ja eigentlich nur, das rüberzukriegen, aber wenn man noch zusätzlich Gewinn machen kann, wäre es gut. Das war eigentlich jetzt quasi eine Fail-Leistung. Das hätte ich vielleicht einzeln einstellen sollen und nicht über ein Add-on. Also bei solchen Sachen, wo ihr Geschichten teuer oder für einen gewissen Preis einkauft, solltet ihr es vielleicht immer manuell einsteigen oder einstellen und das nicht mit Add-ons machen, weil sonst passiert euch genau das, was mir jetzt passiert ist. Ist nicht so schlimm. Hab trotzdem mein Gold rüberbekommen und das ist jetzt nicht ein Riesenverlust. Ja? Also wenn ich es jetzt hier für 10k verkauft hätte, wäre es bitter gewesen. Insgesamt haben wir jetzt hier 222.000 drin. Sonst sind es eigentlich alles Items, die ich mir über Lederer und Schmied gecraftet habe. Bis auf das ertrunkene Jungtier. Das habe ich mir für die Mana-Perlen gekauft, beziehungsweise das hier für die PvP-Abzeichen in Nasjatar. Da habe ich meine ganzen Abzeichen mal reingehauen. Das hat auch noch ein bisschen Gold gebracht. Ich würde sagen, das nehmen wir jetzt mal alles raus. Sprich einfach nochmal 200k und wir haben aber nochmal einiges auch in der Hinterhand. Also da ist dann nochmal einiges, was man quasi noch mehr an Gold rausholen kann. Natürlich habe ich die anderen Berufe auch noch auf den anderen Charts, da werden wir dann auch nochmal gucken, was da drin ist. So, jetzt müssen wir bloß noch ein paar Sekunden warten, bis das durchläuft. Wenn wir das machen. Ah, okay, ist schon durchgelaufen. Oh, hier sind nochmal 100k drin, seht ihr? Was haben wir denn hier drin? Hier haben wir noch quasi Gear-Items, das ist das ganz gleiche, was wir vorhin auch hatten. Dann haben wir hier noch ein paar Feasts, die habe ich relativ günstig verkauft. Hätte man vielleicht ein bisschen mehr rausholen können. Dann rachschüssiges Stachelschwein, das ist ein Pet, was man von den Bloody Coins bekommt. Die selle ich ja unter anderem auch selber und dementsprechend, ja, habe ich da auch noch ein bisschen Gold gemacht. Für die Leute, die jetzt vielleicht meine letzten Videos nicht gesehen haben, das Hauptgold, was ich unter der Woche mache, also sprich die Differenz, die jetzt nicht aus dem Postkasten kommt, sind meistens irgendwelche Sell-Geschichten. Ich verkaufe halt verschiedene Sachen wie Bloody Coins, wie Achievement-Sachen, wie Freehold-Boost-Runs für schnelle Leveln, Inseln, Insel-Cap und sowas. Also relativ viel. Da werde ich euch vielleicht auch nochmal eine kleine Launch verlinken, die ich jetzt angelegt habe. Wer da Interesse hat, kann da mal reingucken. Da stehen auch die Preise und solche Geschichten drin. Genau, da könnt ihr vielleicht mal reinschauen, wenn ihr Lust habt. Werde ich gleich euch eine Infobox irgendwo verlinken, für die, die es interessiert. So, wir haben jetzt insgesamt durch Schmied und Lederer, beziehungsweise durch ein paar Pets 328k gemacht die Woche. Kann sich, denke ich, mal sehen lassen. Und ja, jetzt würde ich sagen, loggen wir auf den nächsten Char. Und zwar habe ich ja letzte Woche ein bisschen Erze gefarmt und wie das ausgeht, wollen wir uns jetzt mal angucken. Ich hatte ja zum einen mir ein bisschen Thorium gekauft, das umgecraftet und ins AH gestellt. Ich hatte mir ein bisschen Eisenerz gefarmt, um, naja, um quasi da Gewinn rauszuziehen, denn es ist ja gerade das Geburtstagsevent von WoW. Dort kann man in AV, also im Alterac Valley, kann man so Marken farmen für einen Mount und unter anderem gab es auch eine Quest, wo man Eisenerz und Thorium und Mithril abgeben konnte und konnte da halt sich quasi die Marken erkaufen und Zeug abgeben, die man, ja,
quasi einfach so vorher farmen oder im Auktionshaus kaufen kann. Und das wollte ich nutzen, habe mir einen Haufen Zeug gefarmt und ich kann ja jetzt schon sagen, es ist eine Nullnummer, weil ich habe nicht sonderlich viel verkauft, wie ihr seht. Hier habe ich mal ein Ding vertickt und ein paar Sachen habe ich auch schon rausgenommen, aber das war tatsächlich nicht sonderlich zielführend, denn die Preise sind ein bisschen eingestürzt. Da waren teilweise, wo ich das gefarmt habe, die Preise bei für so einen Erzbarren, waren die bei 70 bzw. 170 Gold und jetzt sind die halt richtig, richtig runtergekracht und es hat sich eigentlich nicht gelohnt. Ja, seht ihr das? Scheiße, die sind auch bei 20 Gold, die Dinger. Und ich habe sie reingestellt für über 100 Gold pro Stück, ja. Also ich habe das große Gold gerochen und bin leider auf die Schnauze gefallen, aber das nehme ich auch mit ins Video rein, um einfach so zu zeigen, es gibt so Sachen, wo man vielleicht eine Chance wittert, die dann aber am Ende doch nichts geworden sind. Und das ist sowas. Hier seht ihr, habe ich mein restliches Gold lagern auf dem Account, sprich auf Antonidas. Jetzt sind wir auch mit dem quasi bei 2, bei 12 Millionen oben, also schon mal nicht schlecht durch Schmied und Lederer hauptsächlich. Durch die Erze verkaufen, die ich gefarmt habe, naja, ist leider nicht sonderlich viel reingekommen. So, das soll jetzt das eine gewesen sein mit dem Hauptaccount. Jetzt gehen wir mal auf den anderen rüber und schauen uns mal noch an, was wir sonst so mit den anderen Berufen gemacht haben. Und zwar haben wir einmal hier nochmal einen Hexer, der hat Alchi und der hat noch Inschriftenkunde. Und mit Alchi, wenn ihr meine letzten Videos gesehen habt, mache ich nicht sonderlich viele, weil ich leider immer noch nicht dieses Rezept habe mit den Rängen auf Rang oder mit den Tränken auf Rang 3, beziehungsweise den Flasks. Und solange man das nicht hat, ist es leider sinnlos, vor allem auf großen Servern wie Antonidas, Flasks zu sellen, weil man nur eine Flask rauskriegt und tatsächlich mit jedem Fläschchen, was man verkauft, Minus machen würde. Erst wenn man den Rang 3 hat, kann man quasi, ja, diese Multiprocs kriegen und dann wird es halt erst, ja, geht es halt erst in die Gewinnzone, ne? Wenn man auf diese Procs spekulieren kann. Und auch hier seht ihr, sind ein Haufen Items im Auktionshaus gewesen, beziehungsweise viel auch verkauft. Ihr seht, ich habe auch noch relativ viel im Inventar und auch noch viele Tinten. Man investiert eigentlich ständig. Also ich war letzte Woche schon hier bei über 400.000 Gold und habe halt einfach wieder 80.000 investieren müssen, um dementsprechend wieder genug Tränke oder nicht Tränke, sondern genug Tinten herzustellen, um wieder Trinkets zu bauen, um wieder, wie ihr seht, hier Rollen bauen zu können. Und da kommt auch einiges wieder zurück. Und ich alleine hier habe ich schon wieder 138 ja, Items, die ich rausholen kann. Ihr seht hier über 100 Gold. Und das machen wir jetzt einfach mal alles. Zu dem Zeug kann ich nicht viel sagen. Also das ist zu 90%, was ich hier drin habe, sind es diese Trinkets. Rollen für Ausdauer, für Angriffsstärke, für Int quasi. Und halt die Umskillbücher. Das stelle ich halt mit dem Inschriftenkundler her und mit Alchi tatsächlich im Moment gar nichts. Da warte ich noch, bis ich quasi die Rezepte kriege. Und was haben wir hier auch? Nochmal 90.000 drin. Also ihr seht, jetzt sind wir schon wieder über die 400k, die ich ja letztes Mal schon hatte und wo ich dann wieder einiges investieren musste. Und ihr seht, die Investition hat sich gelohnt. Ich habe auf den Char ursprünglich mal 30.000 Gold geschickt und aus diesen 30.000 Gold hat er jetzt fast 500.000 gemacht. Ja, das ist jetzt zwar der Zeitraum von 4 Wochen insgesamt, aber dafür, dass ich nur das Zeug ins Haar schmeiße und da täglich ein paar Minuten immer nur online bin, lohnt sich das auf jeden Fall. Ihr müsst halt immer mal wieder einloggen und reposten, ne? Das predige ich ja schon seit Anfang an, dass das das Mittel der Wahl ist, um an Gold zu kommen über Berufe, aber trotzdem ist es vom Zeitaufwand relativ gering. Und Inschriftenkunde ist im besonderen Fall eine gute Geschichte, weil diese 400 Trinkets, die verkaufen sich wie geschnitten Brot. Also das geht wirklich sehr, sehr gut weg. Genau. Jetzt schauen wir mal, in 8 Sekunden haben wir dann die letzte Fuhre noch. Ja, das sind 200k, ne? Mit dem einen Beruf. Mit Eiche habe ich wirklich gar nichts gemacht, tatsächlich. Was haben wir hier? Oh, nochmal 98.000, ne? Auch wieder, ihr seht, das sind halt fast alles diese Trinkets, dieses hochgeborene Kompendium. Das sind diese Trinkets und dann gibt es halt für alle was für Tank, für DD, für Heiler, halt DD, Melee und Range, ne? Also es gibt insgesamt 4 quasi Trinkets. Und dadurch haben wir jetzt fast 300.000 gemacht diese Woche. Beachtlich. Also das war, glaube ich, meine beste Woche mit Inschriftenkunde. Ich habe aber auch sehr oft quasi neue Items hergestellt. Ich glaube, ich habe 3 oder 4 Mal komplett 10 Items von jedem nochmal hergestellt, weil die so gut weggingen. So, dann können wir weiter loggen tatsächlich. Und zwar gehen wir jetzt auf meinen Char mit, was hat der, Inji und Juve. Und das ist tatsächlich nicht so eine gute Ausbeute gewesen. Denn
Inji und Juve sind zwei Berufe, wo nicht sonderlich viel geht. Inji ist allgemein schlecht, um Gold zu machen, weil es wenige Items gibt, die ihr wirklich selber verkaufen könnt. Die meisten Items, die ein Inji herstellen kann, sind leider selber für ein Inji. Und wenn du selber Inji hast, dann kaufst du nicht immer Inji-Items. Ja? Das ist das Problem an der Geschichte. Und das Einzige, was ich großartig mit Inji verkaufen kann, sind leider Schusswaffen, und die können halt wirklich nur Hunter gebrauchen, und dementsprechend werden die nicht sonderlich viel gekauft. Das ist leider so. Und das, was ich mit Juve herstellen kann, eigentlich denkt man als erstes an Gems, kannst du aber leider vergessen, sondern mit dem Juve stelle ich halt hauptsächlich Ringe her, und das sind nur 310er Ringe, und die sind nicht sonderlich teuer. Wir können jetzt hier einmal reingucken, nebenbei. Ach nee, das ist Inji. Wir müssen jetzt einmal auf Juve gehen, tatsächlich. Das ist Juve. Und hier sehen wir mit TSM, wo haben wir sie? Hier sind die Ringe. Und das die Gewinnspanne schon relativ mager. Also es sind jetzt so, ja, 400-500 Gold ist die Gewinnspanne pro Ring. Ist immer noch gutes Gold, aber ist bei weitem nicht so die krasse Gewinnspanne wie manchen Leder-Items, wo ich oder Schmiede-Leder-Item, wo ich ein Item für 500-600 Gold herstelle und es für 10.000 Gold verkaufe. Ne? Hier stelle ich halt ein Item her für, ja, 600 Gold oder so, und verkaufe es halt für 1.000, ja. Also, ja, da ist die Gewinnspanne halt ein bisschen kleiner. Ihr seht, ein paar so Crap-Sachen für Inji habe ich auch noch verkauft, die ich zum Leveln gebraucht habe. Aber das meiste ist halt wirklich, sind diese Ringe, und ist quasi, sind die Gewehre, die ich herstellen kann mit dem Inji. Aber da kommt halt leider nicht so viel rum, wie zum Beispiel bei anderen Berufen. So, das nehmen wir jetzt mal alles raus, gucken, was im Hintergrund noch drin ist. Zumindest 40k ist jetzt auch nicht schlecht, ne? Kann man sich nicht beschweren. Man nimmt da alles Gold mit. Und ihr seht hier, hat der Char natürlich insgesamt ein bisschen weniger Gold als die anderen. Ja, hier hat sich auch einiges nicht verkauft. Den Stab, den hatte ich ja mal als Experiment hergestellt. Der ist nämlich im Verhältnis zu den anderen Waffen sehr, sehr teuer. Dachte mir, komm, ich baue mal einen Stab als Testweise, schaue, ob ich ihn irgendwie verkauft kriege. Und der liegt wie Blei in den Regalen seit 2 Wochen oder so. Oder 3 Wochen, womöglich schon, und das war eine Fehlinvestition, aber zum Glück habe ich mir nur einen geleistet, um da ein bisschen zu gucken, und vielleicht kauft ihn ja irgendwann mal einer für Transmog, und wenn das nicht der Fall ist, dann lerne ich ihn selber, dann habe ich die Transmog-Vorlage. Das ist nämlich so das andere Standbein. Manche von diesen Items werden auch tatsächlich nur aus Transmog-Gründen von Leuten gekauft. Ihr seht, hier die Steine habe ich jetzt auch ein paar verkauft. Vielseitigkeitsstein für 6 Gold. Da macht man tatsächlich keinen Gewinn mit. Die habe ich nur gecraftet, um quasi den Beruf hochzubekommen. Und was haben wir herausgezogen? 63k. Naja, dafür, dass der Beruf nicht so gut läuft, ist es immer noch ganz okayes Gold. So, das nächste, was wir jetzt gucken, ist mein Schneider-Char. Schneider bzw. VZ. Und der leitet immer so ein bisschen darum, dass ich quasi mit dem diesen ja, Expulsion-Shuffle durchführe. Wer da nicht weiß, was es ist, ich habe da ja auch schon ein Video gemacht, werde ich euch eventuell auch, denke ich mal, verlinken. Und um es vielleicht mal grob zu umreißen, im Endeffekt stellt der Handgelenke her und schickt die auf einen anderen Char, und der andere macht die quasi in dieser Expulsion-Presse klein, um Expulsion rauszukriegen. Ne? Das ist es im Wesentlichen. Das Problem ist, dann kaufe ich natürlich auch die ganzen Rohstoffe, um diese Handgelenke herstellen zu können, auf dem Schneider-Char. Und der verliert dann natürlich einiges an Gold dadurch. Deswegen sind die Werte ein bisschen verzerrt. Er hat ein bisschen weniger, als er eigentlich haben könnte. Aber nichtsdestotrotz liegt der, denke ich mal, auch im Plusbereich. Jetzt schauen wir mal, oh, da hätte ich mal die ganzen Sachen wieder rausnehmen sollen. Ich war heute ein bisschen faul, habe nicht alles rausgenommen. Das machen wir jetzt vielleicht, fangen wir schon mal hier an. Und ja. Dafür hat er halt relativ viele Verzaubermats, weil ich ja auch die blauen Sachen dann immer einmal disse. So, jetzt müssen wir gleich mal gucken, wenn wir das alles erstmal die Gear-Sachen alle rausgenommen haben, können wir einmal uns ans Gold ranwagen. Und zwar, was haben wir hier? Schmeißen wir das Zeug mal rein, dann kann ich euch auch vielleicht für die Leute zeigen, die TSM nicht haben, wie das funktioniert. Also ich mache hier quasi so einen Einstell-Scan, und dann scannt er die Items durch, die ich immer quasi im Inventar habe, und schaut halt, wie er die verkaufen kann, und wählt halt direkt die besten Preise aus. Ne? Das ist eine praktische Sache, und da habe ich auch tatsächlich nicht sonderlich viel eingestellt. Da habe ich auch die Standardoption dafür genommen, und dann kann ich jetzt quasi noch schauen, ob mir das etwa passt, und einfach alles durchdrücken, und es haut es halt automatisch ins Sahara rein. Und ihr seht schon, die Schneider-Items sind bei weitem nicht so hoch wie jetzt zum Beispiel ja, Schmiede und Leder, aber
Auch damit kann man einen gewissen Gewinn machen. Und wenn wir jetzt hier reingucken, auch wieder 77k über die Woche gemacht. Ist eine nette Sache, aber ihr seht schon, mit Inschriftenkunde kann es leider natürlich nicht mithalten. Gut, dann, achso, was ihr gerade gesehen habt, ich habe hier, vielleicht kann ich es einmal noch zeigen, indem ich den Chat euch hochziehe. Ich habe hier auch Dings verkauft. Ihr seht die Splitter. Hier 200 Stacksplitter für 5000 Gold oder die epischen Kristalle für 10.000. Das macht tatsächlich relativ viel auch aus von dem Gewinn, den ich hier fahre. Denn ich tue bei dem Expulsum Shuffle nur die grünen Items weiterschicken und die, ja, die blauen quasi dissig. Deswegen habe ich VZ, habe mir da auch diese VZ-Route einmal hergestellt und kann damit noch ein bisschen extra Gold machen, denn die VZ-Mats sind tatsächlich relativ gut was wert. So, jetzt gehen wir noch auf mein Antonidas-Char, wo ich den ganzen Krempel rumliegen habe. Ich habe nämlich einen Char, wo ich halt alles Transmog-Zeug hinschicke, wo ich alles an Gammelpads hinschicke. Also sprich, das alles, was man eigentlich so loswerden will, schicke ich auf einen Char und der hat wirklich viel Zeug. Also der hat, weiß ich nicht, bestimmt 400, 500 Items im Auktionshaus. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ich habe wahrscheinlich wieder verkackt und habe das jetzt hinter den, liegt das wahrscheinlich wieder alles hinter den Items. Ah, fuck it. Okay, mein Krempelchar hat, habe ich nicht ausgeleert, sehe ich gerade. Ihr seht, ich habe 448 Seiten Post, also doch so einiges. Und da ist halt alles Mögliche dabei. Da sind halt Transmog-Items dabei, da sind Pets dabei, da sind irgendwelche Materialien dabei. Und dementsprechend kommt da halt doch einiges rum. Jetzt werden wir das mal alles aus dem Postkasten hier rausholen. Und ja, ich glaube, das werde ich jetzt nicht alles einstellen. Dann werden wir den wahrscheinlich einfach für die Woche skippen. Beziehungsweise ich hänge das vielleicht am Ende vom Video nochmal ran. Das muss ich dann gleich nochmal gucken. Was ich euch aber noch zeigen will, und zwar ein, zwei andere Server, wo ich auch aktiv war. Unter anderem auf Lothar war ich aktiv. Da habe ich ja so ein bisschen die Geschichte mit dem Gelee gemacht. Beziehungsweise auf Blackmoor, wo ich mir ja das Ingi Mount gefarmt habe. Da habe ich auch ein bisschen, ja, war ich auch ein bisschen dran, quasi Gold zu generieren. Und ja, da werden wir jetzt dann, denke ich mal, auch gleich noch reinschauen und dann können wir das hier vielleicht noch am Schluss machen. Hier ist es immer ein bisschen gefährlich mit Transmog-Items und vor allem Items, die selten im Auktionshaus sind, das über TSM laufen la zu lassen, weil ihr seht, er scannt halt durch, schaut so die Preise an, die drin waren und hier dieses Item war wahrscheinlich ewig lang nicht auf Antonidas drin, also, oder einmal für übertriebene Preise. Und dann haut er das jetzt hier für 700k rein, obwohl der Region-Market-Wert hier 1,3 Millionen wäre. Und da vielleicht für so ein Zeug müsste ich halt jetzt mein TSM noch ein bisschen verfeinern. Man kann sich da auch eigene Preisquellen machen. Aber ja, wenn der Schrott halt nicht verkauft wird, ist mir auch egal. Da macht es halt so ein bisschen die Masse. Die meisten Items sind dann halt für sinnige Preise drin und dann geht das. So, das werden wir jetzt nicht alles rausholen. Das können wir am Ende vielleicht nochmal machen. Jetzt switchen wir eher noch einmal auf Lothar rüber. Und dann schauen wir uns noch Blackmoor an. Jetzt gucken wir mal. Erida, skippen wir mal. Da ist nämlich nicht sonderlich viel. Genau, ich nutze im Moment die Standard, nur die Standardoption bei TSM. Ich könnte es noch genauer einstellen, aber das reicht für das, was ich im Moment mache, reicht es im Großen und Ganzen. Ein paar Sachen muss ich halt noch vielleicht ein bisschen umstellen, dass die auf die einzelnen Bereiche ein bisschen besser passen. Das Problem ist immer, wenn man sich Gruppen erstellt, wo man bestimmte Items verkauft, muss man natürlich jedes einzelne Item, das man in der Gruppe haben möchte, einzeln zuweisen. Das kann halt teilweise schon ein bisschen aufwendiger sein. Und mit dem neuen TSM habe ich mich noch nicht in die Tiefe auseinandergesetzt. Mit dem alten war ich relativ gut. Da habe ich mir viele einzelne Gruppen und viele einzelne Sachen gebastelt. Und habe jetzt aber lang auch nichts quasi goldtechnisch gemacht. Ah, fuck, da habe ich auch die Sachen nicht rausgenommen. Ich war heute wieder ein bisschen faul. Aber hier sind zum Glück nicht so viele Sachen drin. Das hier ist nämlich unter anderem mein Rams-Char für Lothar. Und ihr seht, auch hier habe ich viele Transmog-Items drin, Pets und anderes Gedöns. Und ich tue euch absolut nicht raten, Transmog zu farmen, aber das ist das Zeug, was halt nebenbei abgefallen ist. Und wenn ihr es sowieso habt, dann könnt ihr es ins Aha, aber loszustiefeln und Transmog zu farmen, würde ich nicht raten, weil das Zeug verkauft sich tatsächlich relativ langsam. Und dementsprechend, ja, ist das nicht ratsam. So, jetzt machen wir hier mal einen kurzen Relog. Dann können wir den Rest rausnehmen und ich hoffe, dann kommen wir auch schon an das heiß ersehnte Gold, denn ich habe natürlich die letzten Tage da auch schon ein bisschen reingeguckt. Und
Ja, ich habe tatsächlich ein bisschen was von dem Gelee verkauft. Und vielleicht die ein oder anderen, die jetzt schon ein bisschen länger dabei sind, wissen, ich habe auf Lotta versucht, so einen kleinen Marktreset zu machen. Ich habe nämlich Gelee für, weiß ich nicht, 70, 80 Gold aufgekauft und habe das dann pro Einheit quasi für 500 Gold reingehauen. Also teilweise für 5, 6-fache des Preises reingehauen. Und das würde halt auf vollen Servern nicht funktionieren, ja. Weil da halt sofort wieder nachgeschossen wird an Materialien, dann hast du das Zeug aufgekauft und wirst es halt einfach nicht für diesen teuren Preis los. Aus so einem leeren Server wie Lotha sieht es aber anders aus. Da ist halt so wenig drin, dass du teilweise den Reset machen kannst und das nicht genug nachkommt, dass Leute wieder ja, das Zeug aufkaufen. Und fürs Mount braucht man halt tatsächlich, wenn man es selber kaufen will, ohne jetzt irgendwelche Rufbonus, Boni, braucht man 2100 von diesem Gelee, ne? Und so viel sind auf Lotha meistens gar nicht drin. Also man könnte gar nicht hergehen und sich das Mount auf einmal hochkaufen. Und dementsprechend habe ich mir überlegt, wenn ich immer wieder die günstigen aufkaufe, kann ich halt den Preis so und so hoch bestimmen. Und dann, wenn einer kommt, der sagt, ich will mir jetzt aber das Mount kaufen und dem das Gold relativ egal ist, der geht dann halt her und kauft sich dann halt einiges von meinem Gelee, was halt eigentlich überteuert ist. Und so war halt meine Herangehensweise. Ich habe, muss ich zugeben, da nicht alles verkauft, aber doch eine ganz beträchtliche Summe quasi von dem Gelee, was ich hatte. Und dementsprechend schauen wir jetzt mal rein. Ah, okay, da ist noch. Ah, hier unten sieht man schon ein bisschen was. Jetzt haben wir noch 5. Warte mal, kann ich noch ein bisschen was rausnehmen, dass wir alles auf ein Bild kriegen? Ja, ich glaube, ich muss tatsächlich doch noch ein bisschen was loswerden. Jetzt habe ich. Passt nicht alles drauf, aber ihr seht, ich habe jetzt alleine hier schon 200. 60k drin und hier seht ihr, ich habe 10 Gelee verkauft für 5000 Golden, das ist das kleine. Hier habe ich 10 große für 38.000 Gold verkauft, also es ging tatsächlich weg und da unten müssten noch mehrere kommen. Und dann habe ich hier noch ein paar Pets verkauft und das Gute, hier 250 Gelee, ne, habe ich für 79.000 Gold verkauft. Und bis dahin war es alles super gelaufen. Quasi ein Gelee für 500 Gold. Und hier habe ich es dann verkackt. Hier habe ich 50 epische Gelee für 23k verkauft. Da bin ich wieder in die Falle getreten, habe ich wieder den automatischen Einstellscan von TSM gemacht und habe es verkackt. Ja. Das hätte nämlich eigentlich, ihr seht, ich habe 10 Gelee für 38.000 verkauft und dann 50 für 23. Das wäre halt über 100k eigentlich gewesen. Da habe ich es verkackt, aber trotzdem habe ich einen Haufen Gewinn gemacht. Ich habe, glaube ich, 100k in Gelee investiert und alleine da schon über 200.000 rausgezogen. Also das ist auf jeden Fall ein guter Gewinn gewesen. Ich hätte halt nochmal wesentlich mehr rausziehen können, wenn ich die TSM-Einstellungen da nicht verkackt hätte und ja, da noch ein bisschen besser gehaushaltet hätte. Aber gut, jetzt ziehen wir das mal schnell rüber, dann können wir es uns einmal noch im Chat angucken. Ihr seht, da ist wirklich ein Haufen Gelee, was ich für richtig überteuerte Preise verkauft habe. Und auf Lotha funktioniert das. Und vielleicht, wenn ihr auf dem Low-Pop-Server seid, könnt ihr auch sowas Ähnliches machen, dass ihr einfach schaut, dass ihr immer wieder das Zeug günstig aufkauft und dann wirklich für einen richtig überteuerten Preis reinhaut. Und teilweise verkauft sich's, wie ihr seht. Leute sind teils gewillt, Sachen zu kaufen. Und hier seht ihr, haben wir nochmal mehr von diesen 10er Gelee-Stacks. Warte, vielleicht muss ich es ein bisschen rüberziehen. Haben wir noch ein paar mehr von diesen 10er Gelee-Stacks für fast 5000 Gold verkauft. Also da geht auf jeden Fall einiges. So, das nehmen wir jetzt noch raus. Das Zeug stelle ich dann später noch rein. Das ist ein Haufen Crap-Zeug, was ich quasi noch habe. Da werden wir jetzt dann gleich nochmal gucken. Das nehmen wir noch raus und das nehmen wir noch raus. So, jetzt sind wir nämlich hier alleine schon wieder bei 731.000. Das ist quasi Lothar Höchststand sozusagen. Und jetzt haben wir noch. Was haben wir dann jetzt insgesamt rausgezogen? Ja, 331.000, ne? Mit diesen Gelee-Verkäufen. Also da haben wir gut Plus gemacht, das kann ich euch sagen. Und eins wollte ich jetzt noch am Schluss gucken, und zwar, das ist Blackmoor. Das ist quasi der Server, wo ich ja, vorher geradet habe. Und zwar habe ich da die ersten zwei Contents ja geradet in BFA und dementsprechend habe ich da jetzt halt auch Jars. Und dann dachte ich mir, komm, ich habe dann den Inji-Char und der hat auch zufällig das Rezept für den Mecha-Mogul und da können wir doch ein bisschen farmen. Und ja, da habe ich jetzt einen Mount schon verkauft tatsächlich. Und ein zweites habe ich jetzt im Auktionshaus und da gucken wir jetzt mal rein, ob ich das vielleicht verkauft habe. Ich habe es vorhin nochmal gerepostet. Mal schauen, ob ich da Glück habe.
Ich habe auch noch so ein bisschen mehr Gold gemacht, weil ich, glaube ich, einen Aschenfellmoschan dann noch an den Mann gekriegt habe. Und dementsprechend, ja, müssen wir mal gucken, ob da vielleicht noch das ein oder andere Gold rumkam. Aber ich habe kein Postsymbol. Wahrscheinlich ist es da noch drin. Das Mount, schauen wir mal. Ja, Mechamogul, ich habe es für 154.000 im Moment drin. Da habe ich jetzt so 200k. Heißt, das ist leider nicht rausgegangen. Aber vielleicht kriege ich die Tage rausgehauen. Und wenn euch das interessiert, das kann quasi eine Ingi einmal herstellen, wenn er ja hier das Rezept vom Endboss aus Motherlode bekommt. Und dann kann man die Mats auch in Motherlode farmen. Da werde ich demnächst auch nochmal vielleicht ein Video für basteln. So, ich würde sagen, ich hau jetzt mal meine Items auf Antonidas noch rein von meinem, ich nenne ihn Anführungszeichen Crapchar. Und dann schauen wir mal, was da noch an Gold ist. Das wird jetzt aber wahrscheinlich ein bisschen dauern, deswegen werden wir das jetzt hier einmal cutten an der Stelle. Sodala, da sind wir wieder. Ich habe jetzt mal noch alles mit meinem Gammelchar hier eingestellt. Und zwar, seht ihr auch, meine Repost-Kosten waren 3000 Gold. Also ich hatte 3000 Gold-Kosten, mein Zeug wieder einzustellen. Das ist jetzt relativ viel, wenn wir jetzt hier reinschauen. Ich habe jetzt fast 400 Items wieder im Auktionshaus. Viel Transmog-Gedöns, viel Pets. Das ist halt meistens durch alle möglichen Aktivitäten angefallen, ne? Also nicht explizit gefarmt. Und jetzt gucken wir mal, was ich hier im Postkasten habe. Alleine die erste Seite sind halt hier 119.000. Und da ist halt alles Mögliche dabei. Mal Erz, mal irgendeine Flanke, irgendwelche Pets sind dabei, irgendwelche Bälge, hier irgendein Essen. Hier sind noch mehr Pets. Das Fuchswelpling ging für 23k raus, sowieso 2 verkauft. Stachelschweinchen, was haben wir hier? Noch mehr Stachelschweinchen habe ich verkauft. Das ist, glaube ich, ein Transmog-Item. Beinplatte des Zwielichtsdrachen, das ist auch ein Transmog-Item, was ich hier verkauft habe. Ja, Pets, Kleingedöns. Thoriumbahn habe ich auch verkauft, tatsächlich. Also, das können wir schon mal rausholen. Und ja, ihr seht, auch dieses Scrap-Zeug verkauft sich und da macht's halt einfach die Masse, ne? Und das sind halt jetzt auch wieder 100k, die wir darüber aus dem Briefkasten rausziehen, haben oder nicht haben. Wobei, man muss echt sagen, man muss vor allem mit den Transmog-Items ein bisschen aufpassen, wie teuer man sie reinstellt, beziehungsweise wie viele man von den einzelnen Sachen reinstellt, weil es fressen einen natürlich die Repost-Kosten schon ein bisschen auf. Die 3000 Gold sind jetzt auch nicht wenig. Und wenn ich jetzt nicht so viel verkauft hätte, dann würde ich hier immer weiter Minus machen. Ne? Da muss man schon ein bisschen drauf schauen. So, jetzt haben wir nochmal 34 Items drin. Die holen wir jetzt noch schnell raus. Und dann können wir auch schon gucken, wie viel wir die Woche insgesamt verdient haben. Und ja, das wird jetzt wahrscheinlich bei weitem nicht so viel sein wie die letzten Wochen. Aber ich habe es ja jetzt auch ein bisschen ruhiger angehen lassen. Und ja, jetzt tue ich mich mehr so ein bisschen auf so Sellzeug versteifen, als dass ich ganz viel booste, weil ja, auch der Boosting-Markt ist so ein bisschen erschöpft im Moment. Das spielt natürlich auch schon ein bisschen mit rein. So, hier waren nochmal 11k drin. Jetzt gucken wir mal, holen wir das auch nochmal raus. Auch ziemlich viel so Kleinmistzeug, was ich da verkauft habe. Aber wie gesagt, Kleinvieh macht auch Mist. Sudala, jetzt sind wir hier bei dem Gammelchar auch schon wieder fast auf 600k. Und insgesamt haben wir jetzt 2.764.000. Das können wir jetzt eintragen. 2 Millionen, was haben wir gesagt? 764.000. Und damit wären wir dann overall auf 14.900.000 und haben die Woche 2,4 Millionen plus gemacht. Ist jetzt nicht übertrieben viel, aber dafür, dass wir ja jetzt ab dem, dass wir die Gold Cap Challenge fertig haben, es ein bisschen entspannter angehen wollten, ist es gut. Was mein Ziel ist, ich will in der Woche auf jeden Fall 1 Million Gold machen, das ist mein Ziel. Und optimalerweise 2 Millionen. Alles, was drüber ist, ist Luxus. Ja? Und wir sind über 2 Millionen, also vollkommen in Ordnung. Wenn ich jetzt nur 1,7 gemacht hätte oder irgendwas drunter auch, solange ich über 1 Million in der Woche bin, ist alles gut. 2 Millionen ist natürlich top, wenn wir das haben. Gut, seht ihr, haben wir wieder gut Plus gemacht, sind wir bald bei 15 Millionen und ja, mal gucken, was dann so die nächste Woche rumkommt. Ich muss jetzt noch relativ viele Items reposten. Ihr habt gesehen, bei den anderen Chars ist noch einiges offen und ja, mal gucken, was wir dann über den Laufe der nächsten Woche machen. Und was ich noch so, vielleicht ein kleiner Ausblick, was ich noch ein bisschen am Plan bin. Ich wollte mir eigentlich noch einen Char bauen, wo ich auch auf, ja, hier Antonidas Dings farmen kann. Das Mechamogul Mount, weil man, da kann man da auch relativ gut Gold machen. Und da muss ich das Rezept noch farmen. Vielleicht werde ich das die Tage noch angehen. Gut,
Ich wünsche euch eine wunderschöne, gute Woche und wenn ihr wollt, schaut das nächste Mal wieder rein, wenn es wieder heißt, dass wir die Briefkosten aufmachen, dass mein Goldtagebuch quasi wieder geöffnet wird. Euer Teller, bis zum nächsten Mal. Ciao.